So, genau, jetzt geht's hier endlich wieder weiter. Und da regt es hier einen Schalter. Ach, wie toll. Schön. Ah, Leonard. Sieht aus, als wäre das Leonard. Warum schleicht er hier herum? Oh, du bist es. Ich habe dich gar nicht bemerkt. War wohl ein Gedanken. Mir ist sicher schon aufgefallen, dass mein treuster Begleiter, mein Spektrallöwe, fort ist. Habe gegen einen der Alchemisten gekämpft und es war eine belastende Erfahrung. Der Verlust tut uns leid, Leonard. Will ist dasselbe passiert. Aber das ist noch nicht alles. Weißt du, ich glaube, ich habe diesen Alchemisten erkannt. Er hat eine grinsende Maske getragen und sich Chimes genannt. Aber das ist nicht sein richtiger Name. Ich glaube, sein echter Name ist Richard, mein älterer Bruder, der vor ein paar Jahren verschwunden ist. Was? Das muss ein ganz schöner Schock gewesen sein. Während des Kampfes war ich mir noch nicht sicher. Er hatte etwas äußerst Verstörendes an sich, aber das ist mir erst nach dem Kampf aufgefallen. Weißt du, da Richard der Ältere von uns beiden war, sollte er den Spektrallöwen bekommen. Er hatte schon in jungen Jahren sein erstes Monster ausgebrütet und sich schnell einen Namen als cleverer und talentierter Monsterhüter gemacht. Er wurde als Genie betrachtet, das eventuell sogar den Rang eines Hütermeisters erreichen könnte. Doch wussten nur diejenigen, die ihm am nächsten waren, dass er auch eine dunkle Seite hatte. Er war zu ehrgeizig, jederzeit bereit, seine eigenen Monster zu opfern, wenn er dadurch ein Champion-Monster fangen und seinen Ruf verbessern konnte. Unsere Familie fürchtete, dass er zu riskant war, ihm den Spektralbegleiter der Familie zu überlassen, dass es ihn noch weiter verderben könnte. Dass sie mich stattdessen als Spektralhüter auserwählt haben, hat ihm allerdings auch nicht geholfen. Er lief damals davon und niemand hat seitdem von ihm gehört. Ich war immer stolz darauf, dass ich an seiner Stelle Spektralhüter wurde, aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass ich es nur den Umständen zu verdanken hatte. Jetzt gegen ihn zu verlieren, hatte diese Ahnung bestätigt. Wie es scheint, hat Richard sich den Alchemisten angeschossen, weil sie ihm das anboten, was ihm verwehrt worden war. Genau wie auch die Alchemisten selbst erlangen wollen, was sie als ihr Recht ansehen, einen Platz in der alten Welt. Wenn sie nicht kriegen, was sie wollen, greifen sie auf List und Tücke zurück. Das ist ja typisch mit den Alchemisten. Ist das wirklich das Vermächtnis, das sie der Welt hinterlassen wollen? Basis hat uns gezeigt, dass sie mehr als das sein können. Wie dem auch sei, wir sollten vorsichtig bei Richard sein, oder wie er sich nennt, Chimes. Er hat bereits zwei Spektralbegleiter gestohlen. Das ist wahr. Das hat mir mehr als alles andere bewusst gemacht, wie ernst die Lage ist. Richard hat meinen Begleiter nicht nur aus persönlichen Gründen gestohlen. Da muss mehr dahinter stecken. Als er mich besiegte, sagte er etwas darüber, wie zufrieden ihr Anführer Marduk mit ihm sein würde. Das denke ich mir. Die gesamte Zuflucht ist an unsere Macht gebunden, also ist es recht problematisch, dass wir ihr Ziel sind. Deswegen müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um sie aufzuhalten. Nur weil ich gegen meinen Bruder verloren habe, heißt das nicht, dass ich aufgebe. Ich habe noch eine Menge starker Monster, um ein mächtiges Team aufzustellen. Ich werde stärker werden und beweisen, dass ich es verdient habe, ein Spektralhüter zu sein. Deine Entschlossenheit hast du scheinbar nicht verloren. Das ist toll, Leonard. Mit dem Moment kannst du die Führung übernehmen. Ich werde noch etwas hierbleiben. Okay, mach das. So. Oh, toll. So, dann gehe ich. Ist da im... Achso, haha. Das ist da. Blöde Wand natürlich wieder im Weg. Das heißt, so wie ich eigentlich gekommen bin, so muss ich auch wieder zurück. Leonard ist auch schon wieder weg. Toll. So.
Oh, jetzt ist hier alles versperrt wieder. Ist doch scheiße. Ach ja, durch die Wand jetzt. Aber da muss ich ja jetzt auch hin. Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist jetzt natürlich die Wand. Oder Moment, ich glaube, ich weiß die Lösung jetzt. Wenn das jetzt noch geht, vorausgesetzt. Wenn nicht, ja, dann habe ich echt die Arschkarte gezogen. Ja, ich muss den ja erstmal nochmal so aktivieren. Damit ich jetzt hier erstmal durchkomme. Genau, dann ist nämlich da der Weg frei. Dann wieder zurück. Dann nochmal den Schalter aktivieren. Genau den. Dann müsste es offen funktioniert haben. Schauen wir mal. Komme ich denn jetzt hier weg, ey? Ach so, ja, so komme ich weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, schon 88% aufgedeckt. Schön. Jetzt ist nur die Frage, wie mache ich da unten die Wand weg? Nein, das wollte ich eigentlich vermeiden, aber okay, komm. Dann mache ich das schnell so. Genau, wie mache ich jetzt hier die Wand weg? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ach, hier ist noch eine Kiste, okay. Ja, weiß ich nicht. Gehe ich doch jetzt mal wieder da zurück? Nein. Oh Mann. Ich hab jetzt an die Monster nicht gedacht. Dann halt so. Ja, dann gehe ich doch erstmal da nach oben. Genau. Jetzt hier weiter, da ist eine Kiste, dann noch zu... Ah, Zosimos. So sehen wir uns wieder, Hüter. Ich weiß nicht wie, aber du hast verhindert, dass die Monster zur Dunkelheit versinkt. Nun bist du hier. Du könntest in der Tat der fähigste Hüter sein, den die Zuflucht im Moment zu bieten hat. Die Zuflucht wurde nur durch das Opfer eines Monsters gerettet. Du unterschätzt, wie viel eine
was, wie viel eine einzelne Person oder ein einzelnes Monster ausrechnen kann. Trotz deiner Taten kann der Lauf der Geschichte nicht verändert werden. Der Orden der Alchemisten ist eine Macht, die das Schicksal der Welt seit tausenden von Jahren gelenkt hat. Wer glaubt, unser Orden könne zu einer Fußnote in der Geschichte werden, irrt sich gewaltig. Das ist nicht unser Ziel. Der Orden der Alchemisten könnte die Zuflucht zu seinem neuen Zuhause machen, solange er keinen Ärger macht. Rasas hat das bereits verstanden und sich von Marduks Lehren abgewandt. Dieser Verräter verdient es nicht, sich Alchemist zu nennen. Er praktiziert noch immer, weil es ihm wichtig ist, dass die Alchemie nicht in Vergessenheit gerät. Er ist ein wahrer Alchemist. Solange wir gezwungen sind, hier zu bleiben, sind wir nicht mehr als Gefangene. Uns wurde die Freiheit genommen, zu gehen, wohin wir wollen. Das ist es, was die alte Welt uns angetan hat. Ihr Hüter seid es, die eure Sache aufgegeben sollten. Nicht andersherum. Aber in der 500-jährigen Geschichte der Zuflucht haben die Monsterhüter es nicht einmal gewagt, davon zu träumen, ihrem selbst errichteten Gefängnis zu entfliehen. Und was noch schlimmer ist, ihr zwingt Monster und Leute wie uns eure bemitleidenswerte Wahnvorstellung zu teilen. Über die Jahrhunderte hat die Zuflucht eine sehenswerte Anzahl an Monstern angehäuft und Hüter, die gelernt haben, sie zu kontrollieren. Die Zeit ist gekommen, die Macht zu nutzen, zu der die Monsterzuflucht geworden ist, und die gesamte Welt einzunehmen. Die Monsterzuflucht steht für so viel mehr als nur das. Du warst auch ein Monsterhüter und hast dich später entschlossen, den Alchemisten beizutreten, richtig? Wenn du in der Zuflucht aufgewachsen bist und dennoch nicht mehr daran siehst als eine Waffe, können wir dir nicht helfen. Wenn ihr die Zuflucht wirklich so seht, haben wir keine andere Wahl, als euch aufzuhalten. Selbst wenn ihr uns aufhaltet, glaubst du nicht, andere würden zum gleichen Schluss kommen wie wir? Wie ich sagte, der Lauf der Geschichte kann nicht verändert werden. Wir repräsentieren mehr als nur den Willen unseres Anführers Marduk. Wir stehen für einen Wandel, der sich über die gesamte Welt verbreiten wird. Du suchst den Schlüssel der Macht, nicht wahr? Ich habe ihn bereits gefunden. Er ist in der Schatztruhe hinter mir. Aber das ist nicht alles, was ich fand. Auf der Steintafel neben mir stehen Runen, die demjenigen, der sie entziffert, erlaubt, ein mächtiges Monster zu beschwören. Zu meinem Pech habe ich diese Runen bereits entziffert. Sieh her, großer Fafnir. Gewähre mir scharfe List und dunkle Entschlossenheit, um jeden zu zerschmettern, der sich mir in den Weg stellt. Ein Drakonor, den ich aber auch schon habe. Funkring. Ein Totem. Was nicht schlecht ist. Du hast mich wieder einmal geschaffen, Mutter. Du kannst den Lauf der Geschichte vielleicht für den Moment aufhalten. Nimm dir den Schlüssel der Macht und begib dich zum verlassenen Turm. Du wirst auf die geballte Macht des Ordens der Alchemisten treffen. Dort wird das Schicksal unseres Ordens entschieden werden. Okay. Schlüssel der Macht benötigt, um den verlassenen Turm zu betreten. Yay. Das ist der Schlüssel der Macht. Es besteht kein Zweifel daran. Ich kann eine starke Magie darin spüren. Wir haben es weit gebracht, nicht wahr? Oh ja, auf jeden Fall. Jetzt werden wir sogar die Tür zum verlassenen Turm öffnen. Er steht hinter der mystischen Werkstatt, die über dem Festungsdungeon liegt. Wir sollten allerdings sicher gehen, dass wir bereit sind, bevor wir dorthin aufbrechen. Ja, auf jeden Fall, aber ich will ja hier noch den Rest noch, wenn es geht, aufdecken. Da muss ich, da muss ich von der anderen Seite kommen. Ja, ich sehe es gerade auf der Karte. Von der Seite. Ach ja, stimmt, dann muss ich ja hier wieder das hier machen. Ach, da fehlt ja. Moment mal.
da fehlt ein kleines Stück. Scheiße. Lass mich raten, das hilft auch nicht. Nein, da fehlt ein Enterhakenpunkt. Aber wie ich den da jetzt aktiviere, das ist eine gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ne, das weiß ich wirklich nicht mehr. Moment mal. Muss es da irgendwie einen Schalter oder sowas geben? Oder auch nicht? Wie soll das denn gehen? Gute Frage, nächste Frage. Moment mal. Noch nicht sein. Boah, wie war das nochmal? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Da oben ein Haken. Schwierig, schwierig. Wenn ich das auf Anhieb jetzt nicht finde, dann werde ich wohl das mal offscreen machen müssen. Weil ich will ja schon, wenn es geht, die Unterwelt auch auf 100% irgendwie schaffen. Wegen so einer Kleinigkeit gebe ich jetzt nicht auf. Ich glaube, ich muss da einen bestimmten Hebel aktivieren. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, wie gesagt. Ich mach das mal kurz offscreen. Irgendwann, wenn ich das irgendwie mal gelöst habe, das bleibt mein Leben. Okay, meine Lieben, ich habe den Schalter gefunden, der ist hier. Ich habe den gerade aktiviert und da ist nämlich an der Stelle, wo ich jetzt gerade gesagt habe, da müsste ein Enterhaken sein, ist da auch einer erschienen. Und so war hier der Weg. Wir mussten einfach hier nach oben weiterspringen, ja. So, aber jetzt haben wir es ja. Naja, das muss ich natürlich der einen Weg machen, aber das ist wie gesagt nicht so schlimm. Weil das war ja offensichtlich, dass da ein Enterhakenpunkt war. Ja, die nehmen wir mal schnell mit, die Kämpfe. Das ist jetzt nicht so schlimm. Jo, gelb plus 5. Sehr schön. Ach ja, da war ja was. Da war ja was. So.
Jetzt müsste es weitergehen. Genau hier. So, das gibt es hier. Außer nur Monster und Kisten. Ich hoffe ja nicht, dass das das Einzige ist. Ich wünschte mir, dass da jetzt ein Schalter ist, wo unten die große Wand da nach oben geht. Oder nach unten. Das wäre schön. Da, also ein Schalter wäre da. Wow. Wow, super. Da ist es einfach nur ein Enterhaken erschienen. Super. Tja, ich weiß echt nicht, wie ich da die Wand nach oben bekomme. Bestimmt durch einen Schalter. Aber das erschießt. Nee, Quatsch, ich geh falsch. Schwierig. Oder es kann natürlich sein, dass ich hier die Wand, wenn es geht, na, ich weiß nicht, entweder nach oben oder nach unten. Ne, dann nach oben. Vielleicht liegt das daran. Ich fahre mal die Wand hier so weit wie es geht nach oben. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Lösung ist. Okay. Ich schaue jetzt einfach mal. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Nee. Okay, gut, ja, dann weiß ich auch nicht, was ich da machen muss. Tut mir leid, dann bleibt das unerforscht. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich auch keinen 100% Run zu dem Spiel jetzt auch machen werde. Da muss ich hier die aufkratzen. Nee. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Tja, dann bleibt das unaufgedeckt. Tut mir leid. Jo, das heißt, dann haben wir das auch abgeschlossen. Heißt natürlich jetzt mit anderen Worten. Ja, okay, der Part, der geht jetzt ein bisschen zu kurz. Dann werde ich diesen Part mit dem vorherigen Part zusammenschneiden. Das heißt, meine Lieben, das große Finale, das kommt in der nächsten Aufnahmesaison im verlassenen Turm da unten. Und ja, ich werde jetzt noch schnell zur Festung gehen. Nee, Moment mal. Ah. Nee, Moment. Ach so. Okay, das war jetzt nur purer Zufall. Lass mich rein, das waren, ja, das waren jetzt die 100%. Lol. Okay.
dann haben wir das ja doch noch geschafft. Ne, ich muss ja den Umweg wieder machen. Also muss ich den ja doch wieder laufen. Ah, ich glaube ganz nach unten war das. Ja. Jo. Sehr schön. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe mal wieder nicht daran gedacht. Oder ich werde doch diesen Part jetzt, ich sehe gerade, geht es um die 7 Minuten. Bis ich da angekommen bin, sind es 8 Minuten, dann ist das ein etwas kürzerer Part. Also jetzt dieser Part. Gut, dann werde ich, oder ich werde das doch zusammenschneiden. Ja, ich schneide das doch lieber zusammen. So. Nein, ich gehe mit Absicht hier nochmal kurz zurück. Ich werde aber offscreen jetzt hier meine letzten Vorbereitungen machen mit beim Schmied und so. Und dann gucke ich mal, was ich jetzt hier noch machen kann. Und ansonsten, mein Lieben, würde ich mal sagen, wird die nächste Aufnahmesaison die letzte sein von Monster Sanctuary. Und dann werden wir uns genau dort im verlassenen Turm vor dem... Also bevor ich den Schlüssel der Macht benutze, ich gehe nur offscreen da schon mal hin. Und dann kommt das große Finale. Und nein, ich habe es nicht vergessen, meine Lieben. Das Uhrenrätsel, wo ich gesagt habe, mit der Uhrzeit 11.05 Uhr, da ist ja auch noch ein weiterer Weg erschienen, beziehungsweise eine Art Portaltür. Ich werde offscreen hier nochmal den Raum suchen müssen, in der mystischen Werkstatt, wo der jetzt war, und dann werde ich das markieren. Weil das werde ich euch natürlich auch noch zeigen. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt von dieser Aufnahmesession. Wie gesagt, die nächste wird dann die letzte sein und dann kommt auch schon das große Finale, mein Lieben. Und dann haben wir Monster Sanctuary auch zu Ende gespielt. Jawohl. Okay, meine Lieben, ich hoffe, dass ihr in dieser Aufnahmesaison viel Spaß hattet in der vorletzten. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und bis zur nächsten und letzten Aufnahmesaison von Monster Sanctuary. Bis bald. Tschüssi.